Wo wir schon bei nützlich und schädlich sind, solche Dinge gibt es auch bei uns im Garten. Zum Beispiel, wenn Sie einen Kirschlorbeer haben, der inzwischen so ausschaut, dass man durchschauen kann, dann ist wahrscheinlich der daran schuld. Das ist nämlich der Dickmaulrüssler. Den wollen wir nicht. Welche Nützlinge es dafür gibt oder dagegen, das weiß unsere Kammerjägerin Marianne Hallo. Jäger. Dankeschön fürs Kommen. Ja. Sympathisch ist ja nett. Oh ja, der ist total niedlich. Doch, doch, der ist schon niedlich. Wenn man nur so einen hat und am Tisch liegen hat. Wenn man ganz viele auf den Blättern hat und die kreisrunden Löcher hat, ist es dann schon weniger lustig. Der Kirschlorbeer geht ein. Es ist ja nicht nur der Käfer, der die Blätter frisst, sondern es sind seine Larven, das sind so mopserte, dicke, blade, hässliche Würmchen, die in der Erde leben und die Wurzeln auffressen. Was tun wir jetzt gegen den? Da gibt's nicht. Also erstens kann man was Chemisches machen, aber das wollen wir jetzt gerade nicht. Wir werden was Nützliches machen. Wir werden Nützlinge einsetzen. Es gibt Nematoden, das sind sehr kleine Würmchen. Die werden so geliefert in so einem Granulat. Das sind Würmchen drin? Da sind Würmchen drin. Und okay. Das kann man auch für den Fernsehen nicht einfangen, weil man, das sieht man einfach nicht. Ja. Das gießt man mit Wasser an, also rührt man es an. Und gießt rund um die Büsche. Man muss allerdings vorgießen, damit die Erde schön feucht ist. Also staubtrocken geht nicht, zu heiß geht nicht. Und zu feucht geht auch nicht. Also, wenn sie absaufen, das sind Lebewesen, die müssen also durch die Erde robben. Robben selbstständig bis zu die Larven, die an den Wurzeln sitzen, parasitieren die und bringen sie um. Damit sind einmal die Larven in der Erde soweit eliminiert. Das Gleiche gibt es also auch noch als Gelee oder als Gel für die Käfer. Auch die würden also auch auf die Käfer gehen, wenn die Käfer sie finden. Und da bietet man den Käfern so einen Unterschlupf an. Das muss also so unterm Busch liegen. Okay. Dass das Feuchte, so die Larven, die Nematoden, die hier eingearbeitet sind, am Boden liegen. Ja. Man muss es auch mitgießen, damit die nicht absterben. Und die Käfer, die solche Unterschlüpfe suchen, kriechen da jetzt drunter und sterben auch. Das war gemein. Ja, aber listig, nicht? Und dafür brauchst du aber keine Chemie, nicht? Reicht das einmal? Nein. Nein, das musst du so regelmäßig machen. Im Frühling, im Herbst, im Frühling, im Herbst. Und wenn man es lang genug macht, dann sieht man dann auch einen Erfolg. Also einmalig ist nichts. Es ist bei Nützlingen das nie so. Na, was hast du noch mitgebracht? Ich habe euch noch ein paar andere Nützlinge mitgebracht, damit man sieht, die Vielfalt von Dingen, die wir mittlerweile haben, also zur Verfügung haben, um Tiere zu bekämpfen. Das sind zum Beispiel Raubmilben gegen die Spinnmilben. Die sind da drinnen. Und kommen durch dieses kleine Loch, das ich gerade nicht sehe, weil es so klein ist, dass so ein kleines Luckerl drin haben, ja. Wandern dann ab. Das heißt, man hängt das einfach in die Büsche, dort, wo man die Spinnmilben hat. Und die wandern selber ab und suchen sich ja Fressen. Das muss ich nicht mehr aufschneiden? Nein, das bleibt nein, einfach das so. Das ist genauso richtig. Ja. Das passt schon, mehr muss nicht machen. Da drin sind die Trichogrammas, die kennen wir schon von den Mehl- und Kleidermotten. Ja, richtig. Die werden das, wenn wir einmal öffnen. Das sind die Larven angeklebt. Man sieht es ein bisschen rennen. Die sind sehr klein, können fliegen, suchen sich die Eier der Motten und parasitieren die Eier der Motten. Mein Favorite, die Larven von den Florfliegen. Das heißt, die Florfliegen sind diese ganz zarten Grünen mit den goldenen Augen. Die kennt jeder, die im Fenster sitzt. Sie sind mir noch nie begegnet. Oh ja, die sitzen in den Fensterrahmen. Ich weiß schon. Genau. Die sind ein bisschen glänzend. Die glänzen so. Ah, und ja, ja. Die sind total nützlich. Also auch die erwachsenen Florfliegen und die Larven und die Florfliegen selber fressen wie kleine Maschinen die Blattläuse. Und so wird es geliefert. Das heißt, man nimmt diese Folie runter und streut sie dann dezent auf die Rosen, wo auch immer man... Da haben wir sie jetzt. Genau. Und alles, was sich bewegt, sind die Larven von den Florfliegen. Okay. Die wenn wir dann gleich zu den Rosen setzen, dann haben die dort auch was zum Fressen. Damit die aber auch im Garten bleiben, die erwachsenen Florfliegen, und also damit sie so nicht abwandern, bieten wir ihnen für den Winter so ein Nisthaus an. Das mit den roten Sprüsseln ist das Überwinterhotelquartier für die Florfliegen. Also eine kleine Pension bieten wir gleich mit an, dann bleiben sie bei uns. Dann bleiben sie und kommen nächstes Jahr gleich automatisch zu meinen Rosen wieder zurück und legen dort ihre Eier ab. Also damit das auch richtig funktioniert, bieten wir ihnen das an. Dahinter haben wir übrigens sehr nett zur Verfügung gestellt von BioHelp, also total lieb. Ich mache das mir nicht die Arbeit, aber das macht eine Werkstatt, eine Behindertenwerkstatt. Ein Nisthaus für Nützlinge im Allgemeinen. Das sollte man auf jeden Fall im Garten haben. Für solitär lebende Bienen und Wespen und Fliegen. Also da gibt es eine ganze Reihe von guten Schmetterlingen, die da drinnen ihr Nest anlegen. Muss man dann hier ein bisschen ausputzen oder auch nicht. Das funktioniert ganz von alleine. Also sollte man haben.
Das alles kann man sich ja nach Hause schicken lassen. Das kann man sich schicken lassen mit der Post, ja. Und jetzt von Temperatur auch, glaube ich, ganz angenehm. Und jetzt passt es wieder, weil wenn es über 30 Grad hat, wirst du nicht verpostelt, weil die, sonst sterben sie nicht, sonst gegrillt. Ja. Du möchtest das gerade sehen, von hinten schaut aus wie ein Vogelhäuschen. Ja, aber die sprisseln dann zu knapp. Das geht sich nicht ganz aus, aber Vögel würden wahrscheinlich jetzt auch sehr helfen, wenn ich einen Garten habe, oder? Unbedingt. Also alles, was im Garten gut sind, zum Beispiel Vögel, Singvögel, Nistkästen anbieten oder auch für größere Vögel Sitzstangen machen. Da kann man zum Beispiel einen verkehrten, einen alten Besen einfach in die Erde stecken. Super, also dass das so ein Tee ist, damit auch die größeren Vögel drauf sitzen. Für die Käfer oder Frösche und Kröten so einfach das Schnittgut auf einem Haufen ins Eck legen und einfach lassen, wo es so durchwachsen kann. Das nehmen die sehr schnell an. Also man braucht keinen klinischen Garten, man muss schon noch ein paar wilde Ecken lassen, damit die Nützlinge sich auch, damit sie bleiben und damit sie sich heimisch fühlen. Und Igel aber auch gern, gell? Igel gern. Ja, auch der Igel, ja, das sind überhaupt die ganz guten. Die fressen die Würmchen, nicht? Die sind verwandt mit dem Maulwurf und der Spitzmaus und sind gute. Ja, jetzt wissen wir, was wir wollen und den wollen wir nicht so gern. Nein, gut, danke schön fürs Kommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.